Herzlich willkommen zur 81. Folge Warped Toyo mit dem Miluria und mit dem Felix. Moin. Hallo. Moin. Moin, moin, liebe Zuschauer. Gerade erst mal volle Brainlex. So. Wir haben hier so leicht rumgeeiert und. Oh nein, echt jetzt. Ja, nicht nur leicht rumgeeiert, wir mussten alles wieder abreißen, weil es gab hier keinen Stein. Wir wollten euch jetzt nicht damit langweilen, alles wieder abzureißen, neu zu bauen. Deswegen haben wir uns überlegt, komm, machen wir eben außerhalb der Aufnahme, dann seht ihr, wie es weitergeht. Genau, so wie vorher Aufnahme. Genau. Okay, ich denke mal... Aber jetzt ist Eisen, Kupfer, Stein und Kohle gegeben, aber es ist eben... Ja, aber... Bei der Karte kannst du ohne Stein und Landfill schon mal gar nichts machen. Das ist das Problem, genau. Aber ich habe wenigstens Stein gehabt. Ja. Das wäre zumindest ein kleiner Vorteil gewesen. Ja, toll. Ein bisschen Stein abgebaut und das wäre alles gewesen. Felix, merkst du das gar nicht? Doch. Weil du mich da gestanden hast, wo er bauen will. Was fehlt noch? Eisenplatten. Irgendwo Eisenplatten? Eisenplatten. Er wollte auch auf mich schießen, aber ich war schneller als er. Weil ich gesehen habe, da muss ich Platz machen. Wie dauert das jetzt noch? 7, Alter. 8 Megawatt für Radare. 8. 9 Megawatt. Und das nur allein für Radare. Jo. Kranker Scheiß. Jo. Tja. Aber dafür geht das Aufdecken der Karte angenehm zügig. Was steht da? Ein Average, also wieder ein solcher Planet. Jetzt müssen wir noch gucken, ob es überhaupt Stein gibt oder sonstige Materialien. Ich gehe nach Westen. Du brauchst gar nicht loszulaufen. Okay, also direkt weiter. Sehr viele Beißer um dich herum. Sehr viele Erze um dich herum, aber irgendwas fehlt. Ach da, the user critters and witches surrounds you. But ich glaube, der Satz kam vorhin aber auch, da haben wir womöglich alle überlesen. Ja, steht, something is missing. Kam der vorher auch? Ich glaube ja, wenn ich den jetzt gerade so gesehen habe, dann ja. Warte mal, das kann man doch nachverfolgen. Ich nee, nicht, mein halbes Inventar ist voll mit Pings von Opa, mein halber Chat ist voll mit Pings von Opa, dann noch anderen Sachen so, aber inzwischen noch mit Pings von Opa. Ja, ja, da hast du und recht. In so einer Todesnachricht von Illyria. Wer hat eigentlich hier eine Zughaltestelle hingesetzt? Ich nicht. Die hatte ich da hingesetzt, damit der Zug dann vorbeifährt. Ach so. Was ist denn daran wieder falsch jetzt? Ich frag mal. Ich frag mal. Okay. Hier ja, 12, 16. 1600 Kohle für Strom schon verbraten, das wo wir hier sind. Ich habe aber glücklicherweise ein bisschen Kohle zwischengepuffert. Ja, wir haben ja auch 20.000 Lagerhaus dazwischen, wir haben die Warpkisten dazwischen und so weiter und so fort. Ja, notfalls habe ich hier im Keller dieses eingesammelte von der vorletzten Welt oder drittvorletzten Welt. Da kann ich mich auch noch kohletechnisch rausbedienen. Ein normaler Planet. Wunderbar. Hier können wir was machen. Wird ja auch Zeit. So, also Kohle ist direkt unten rechts. Stein links und Kupfer und Eisen direkt runter. Muss der Zug eine Kurve fahren und dann haben wir das. Kannst du auch kurz warten? Ich kann dir mal die Vaporiumzelle hier reinwerfen. Kann der ja auch ein bisschen Strom machen.
Der Warp-Reaktor, der macht auch Strom. Sagt doch der Name. Reaktor. Schon, oder? Ja, das ist schon klar. Aber den haben wir noch nie benutzt, obwohl wir den hätten nutzen können. Aber was für Treibstoff braucht der jetzt eigentlich? Was habe ich gerade gesehen? Warponium Fuel. Hey. Thorium, Warponium Fuel macht man aus Uran-Brennstoffzellen. Ich glaube, die hätten aus einer Kiste gefunden, würde ich behaupten. Ja. Hat da. Er braucht auch sonst keine. Muss der mit keinen Dampfturbinen angeschlossen werden? Oder wie verstehe ich das? Doch, muss er. Ich glaube, ich habe zufälligerweise eine Turbine dabei, aber da brauchen wir erstmal Heizrohre für. Warte mal, wo habe ich eine Turbine? Ich meine, ich habe eine Turbine. Also kümmere dich doch mal bitte um deine Sache, die du machen musst. Ich wollte dich fragen, ob du die 5 Dampfturbinen haben willst, die ich habe. Warum? Ich bin am Aufdecken. Wegen dem Warp-Reaktor. Ist Kohle schon angeschlossen? Mache ich jetzt. Wird ja auch Zeit. Das lohnt sich nicht. Ach shit, ich hätte Felix mitnehmen müssen wegen Öl. Und klar, es ist wieder dunkel. Da kommt doch Freude auf. Oh, das große Feld sieht doch gut aus. 10 Millionen, 8,9. Aber es ist wieder nichts in der Nähe, ne? Oh doch, hier ist ja. Kupfer. Hier scheint Kupfer zu kommen. Oh, das, die Ölförderpumpen hast du eingestellt? Ach ne, die sind da. Ich bin denn. Was ist denn hier in dieser Kiste? Da. Jetzt müssen wir nur Öl finden. Das ist eng gebaut, in der Klippe hier. Dann kriegt man Sprengstoff da. Och man, warte doch einfach ab, bis das Auto halt. Ah, hier ist Eisen. Okay, Eisen haben wir gut, Kupfer haben wir gut. Jetzt fehlt nur noch. Oil und Uran. Und Steine haben wir Steine schon? Ja, direkt neben der Mauer. Von uns links. Das ist gut. So. Du hast die Ölförderpumpen, ne? Ja. Das ist gut. Ich habe auch alles andere Zeug, was zu Öl dazu gehört. Bis auf diesen Teleporter. Ja, das war so. Zum Beispiel laut, ne? Ein bisschen. Ein bisschen. Warum? Ja, ich will. Oh, ich könnte mal wieder ein bisschen davon. Oder auch nicht. Ach, guck mal, ich trottel. Ja, ein Steinfeld. Ja, ich habe Uran gefunden. Wunderbar, dann ist das Uranfeld das nächste, was abgezimmert wird. Wie? Ohne Öl wäre das schwer. Ja, das ist noch ein, noch ein Thema, was noch ausgiebig bearbeitet werden muss. Wie lange hast du Bearbeitungszeit dafür? 5 Monate? 6 Monate? Aber bei Lyria kommt das gut hin.
Mach's doch selber erstmal vor. Dafür brauchen wir erstmal Öl. Tja, dann bau auf. Sag mir wo. Tja, keine Ahnung. Da kommt irgend so ein grünes Auto unter mir angerast. Ich hab gehört, grün ist giftig. Mhm. Ich weiß nicht, was du in der Lücke da hinten willst. Ich glaube, da findest du eher persönlich gesagt weniger. Das habe ich auch gerade gesehen. Fährst du über Karte oder über Minimap? Ich fahre über Karte. Also, beziehungsweise über gar nichts. Weder Karte noch Minimap. Ich fahre einfach hier so. Einfach wie du willst und findest dann mit Glück irgendwas und denkst dir, oh, wie schön. Oh, wie schön. Ja. Ich hab Öl. Okay, ich drehe um. Zwei Felder. Ich glaube, okay. Du kannst weiterfahren. Ich glaube, ich fahre weiter. Ich hätte Öl. Das war nicht fair, ich habe Öl. Ich habe Uran und ich habe Stein. Ich habe noch mal ein einzelnes Ölfeld. Toll. Das sind schon drei. Wenn du jetzt noch sieben Felder ist, dann ist doch super. Wir hätten die Kiste so geil geparkt. Ach, komm, ich wenigstens. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe gerade was gemerkt. Ich hätte vielleicht auch noch Strombesten einpacken sollen. Ich denke, du hast alles für Öl. Dachte ich auch bis gerade, bis ich festgestellt habe, was wenn wir vielleicht auch noch Strombesten bauen, um Strom zu bauen. Also bei Öl Strom zu setzen. Na, wenn ich Glück habe, finde ich noch ein paar Kisten, wo Strombesten drin sind. Jo. Ach, da kommt Felix. Na. Das kann ich ja wieder umdrehen. Ey, wie hat das noch gehittet? Das kann doch nicht sein, dass es hier kein vernünftiges Ölfeld gibt. Na, immerhin gibt's überhaupt Öl. Also, ja, schon mal das, besser das als mit Stein vorhin. Wir wissen wenigstens, Öl existiert. Ja, genau, das ist richtig. Und wir wissen auch, dass riesige Nester anscheinend existieren. Auch das ist richtig. Du solltest vielleicht nicht konsequent deine Bots durch Nester durchfahren lassen, dann lieber leben die vielleicht auch noch. Ist mir vollkommen egal. Okay. Solange wir Öl finden. Der liebt seine Bots nicht, Felix. Das liegt nur daran. Der mag seine Bots nicht. Die arbeiten genauso wenig wie du. Das ist das Problem. Das sagt der Richtige. Das sagt der Richtige. Das kann doch nicht sein. Ich bin die ganze Zeit am Arbeiten. Du bist nur die Welt am Erkunden. Weil er seine Sachen nicht aufbauen kann, weil es die Sachen nicht gibt, die er will. Tja. So kann man es natürlich auch nicht rechnen. Och, ich kann hier auch dann meine Sachen jetzt erstmal aufbauen. Also ich bin fertig mit dem Kohleanschluss. Der Kohle läuft schon mal. Mal gucken, wie lange. Wieso macht der Zug diesen Blödsinn? Ach. Mal gucken, wie lange. 5 Sekunden später. Warum macht der Zug das jetzt? Der Zug ist gerade eine Route gefahren. Ich weiß nicht wieso. Aber das scheint egal zu sein, weil der Zug... Ja, jetzt fährt er richtig. Hat sich erledigt. Alles gut. Ey, Julia, kannst du dich bitte mal um deine Aufgaben kümmern? Was denkst du, was ich hier gerade tue? Ich muss auch Kohle verteidigen. Ja, und Öl müsst du auch verteidigen. Dann mache ich erstmal nur die Türme, bevor ich mich um den Rest kümmere. Ich habe 2, 4, 6, 8, also hier wären zumindest 10. Also du stehst am Arsch der Welt. Bis ich beide bin, ist ja echt Ostern. Vermutlich bist du vor mir in der Basis und wieder da oben, als ich in der Basis überhaupt. Das kann durchaus sein, ja. Illyria, hast du mal geguckt, wo der auf der Karte gerade rumcruise? Was ist? Guck mal, wo Opa gerade rumfährt. Da oben irgendwo ist das Öl. Ich sehe das gerade. Ey, Opa, hier unten ist irgendwo noch ein Roboter von dir. Ich habe einen grünen Strich über einmal beim Bildschirm rüber. Okay. Wenn du ihn siehst, grüß ihn mal. Wenn ich ihn sehe, baue ich ihn ab. Ich glaube, das kannst du gar nicht.
müsste ich ihn halt auch irgendwann mal treffen, aber bisher sieht es danach aus, dass der grüne Strich einfach 5 Kilometer noch nach unten geht. Ja, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ja, irgendwo hier unten. Ja, dann ist er ja irgendwann nächstes Jahr da. Oh, hier ist er. Hallo! So, Kohle ist verteidigt. Jetzt Ha, ich gehen hab wir. deinen Roboter geklaut, Opa. Jetzt habe ich 7 Reparaturkits und einen Roboter. So. Warum zum Geier hat er 7 Reparaturkits dabei? Weiß ich nicht. Okay. So, also Das habe eh ich aus mich dem auch Boxen. gefragt. Da sind zwei Aliennester, da soll ich ein Ölfeld hinbauen. Das sind nur zwei Ehenester, das ist aber gut. Gute Quote. Ich hätte weniger. Ich hätte mir viel mehr erwartet. Ja gut, Felix, Sollst dann nur würde ich verteidigen. sagen, du gehst vielleicht nach oben und kämpfst ein bisschen und machst mal ein bisschen sauber, während ich mich darum kümmere, das Ölfeld aufzubauen. Du solltest Verteidigung nicht aufbauen. Ach, du baust es auf. Ich habe keine Ölfilterpumpen. Ja, die Der, habe ich der ja das auch. Öl aufbaut, ist am anderen Ende der Karte. Ja, weil ich die ganzen Pumpen normalerweise habe. Die habe ich jetzt inzwischen im Inventar. Aber immerhin kann ich bei der Basis aber eine Kurve rumlaufen und vielleicht mal den Porter mitnehmen und die Strommasten. Na ja gut, dann mache ich wohl, wie es aussieht, nur noch Verteidigung. In Ordnung. Nur noch Kohle und Verteidigung. So, ich habe die ganzen Kraftwerke hier. Und Energie ist Strom. okay. Ja, Strom sowieso. Oh, Kiste, Kiste, Kiste. Ja gut, du hast mir einen Bauroboter geklaut, ich habe zwei hier in der Kiste gefunden. Das ist ein gutes Verhältnis. Ach so, welches wollte ich denn So. jetzt nehmen? Das Eisen und Eisen das habe ich noch, brauche ich Kupfer? noch Stein, habe ich noch, Ja. habe ich auch Also hier kannst du dich auch wieder noch. entscheiden, ob da oder welches Feld du nehmen willst, ne? Gibt so viele, was Rohstoffe betrifft. Ich bin doch immer so Okay. blind, was Sachen finden angeht. So, Dann dann. ein Teleporter ist vielleicht schon gesetzt. Wunderbar. Nö, noch nicht gesetzt. nö, den habe ich gerade abgebaut erst. Naja, muss ich hinter dir her. Ach, was soll's. Ich bin zu faul. Blauer Untergrund. Easy. Wolltest du mitfahren, Felix? Nö, ich finde den Weg schon. Okay. Vielleicht. Vielleicht, sagt er. Wenn ich an der Klippe mal vorbeikomme und nach innen cutten kann, um den kürzeren Weg zu laufen und nicht so außenrum fahren muss ins Wasser wie du. Hast du gerade dein Auto kaputt gefahren? Ich habe den Teleporter direkt auf meinen Kopf gesetzt. Jetzt bin ich aus dem Auto ausgestiegen, aus Versehen. Ach, mein Auto steht in der Basis. Okay. Alles da. So, warum? Da nach rechts oben noch. Orientierung Warum? habe ich schon mal nicht. Gelb. Gelb ohne Lila. Gelb ohne Lila. Gelb ohne Lila. Alter. Nein! Okay. Dann gucken wir doch mal. Mal gucken, wie was wohin baust. Das kann ich. Okay, dahin. Hast du die Raffinerie im Inventar, Felix? Ja. Warum? Weil ich dachte, ich soll Öl komplett aufbauen. Ja, aber wir bauen doch da oben die Öl auf. Wir müssen das hier Ich aufbauen. weiß.
wenn sie die Sachen jetzt haben und du klaust sie jetzt einfach. Ich dann solltest du vielleicht die Chemiefabriken auch noch mitnehmen. Nee, ich brauche nur, dass wir die Ölwaffen sind. Ich muss mal gucken. In welchen der 6 Anschlüsse muss ich ran, um bei dir in den Lagertanks rauszukommen? Unten links und unten rechts. Also da und da. Okay, danke. Also du musst vorher hier noch Sachen anbauen. Ja, die habe ich auch dabei. Mehr als genug. Jetzt pumpst du dein Öl zu mir zurück, oder wie? Na gut, ja klar, die gleichen sich jetzt natürlich aus, ne? Das da? Was? Oh nein, warum? Du kannst den Porter auch noch umstellen, so aber. Felix, warum baust du. Ach nee, Opa hat das gebaut. Opa ist der Schuldige. Warum baue ich was? Ja, hier, im Außenposten 4 dicke Lagertanks. Warum nicht? Sind etwas fehl am Platze. Warum? Weil wir nochmal Abriss, wenn wir hier weg müssen sollten, Probleme haben, das wegzukriegen. Nö. Das sind nur 100.000. Die 100.000, die werden wir innerhalb von kürzester Zeit abarbeiten. In Schwefelsäure und Plastik umsetzen. So. Wolltest du die richtige Ölfarbe? Okay, ich suche schon mal Wasser. So, ich könnte noch Feuertürme gebrauchen. Kannst du dir bei mir aus dem Inventar direkt abholen? Dein Inventar ist wo? In der Basis, also einmal durch den Porter durch, den kann ich die reinstecken. Wunderbar, danke. Wolltest du das Wasser wieder quer durch die Basis haben oder wolltest du es lieber wieder außen haben, dass wir mehr Platz in der Basis haben und keine Rohre, die quer durch die Basis laufen? Wir werden, glaube ich, eh keine Rohre quer durch die Basis haben. Warum? Weil. Ist halt so. Okay. Ich dachte schon, vielleicht kommt da wieder Weil Hanuta oder sowas. Nee. Wusstet ihr eigentlich, dass die Jury nicht Karazza kennt? Weil ich sowas nicht fresse. Die Jury kann ja nicht mal Udo Duck. Na klar kenne ich Udo Duck. Ja, nachdem ich dir gesagt habe, was das ist. Vorher kannte ich es auch noch nicht. Willst du von links oder von rechts Wasser haben? Weil ich in der Hinsicht fast denke wie ein Bauer. Was der Bauer nicht kennt, das frisst und säuft er nicht. Das ist mir grundsätzlich vollkommen egal. Dann hätte ich rechts behauptet wegen Steinfeld links an der Mauer, ne? Okay. Also, ich denke zumindest ist es einfacher, sonst kriegt sich nachher die Person, die Stein aufbauen darf, wieder auf, dass da irgendwas im Weg liegt oder so. Na gut, Stein muss hier oben rein. In den. Genau, Stein muss hier rein. Dann brauchen wir nur. Achso. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Ressourcen, die jetzt hier so außen drum sind, sind leicht. Fehl am Platz. Strategisch nicht wirklich gut gelegen. Deplatziert. Ganz einfach deplatziert. Das ist ein kleines Problem. So, also von mir aus könntest du Gas geben. Theoretisch, also müsste. Wasseranschluss steht theoretisch zweimal über die halbe Karte, aber ist egal. Das ist egal. Sollte eigentlich reichen.
So. Die Feuerturmversorgung ist auch gesichert. So, jetzt geht's wieder mit dem ganzen Kram los. Wollte ich eigentlich über eine Sache. Ach ja, ich teile meine Rohre, die ich unauffällig aus dem einen Ding rausgeklaut habe. So, glaube ich. Alkangas. Ja, mit Rohöl ein. Ach nee, Alkangas nehmen die gar nicht. Nur Schweröl und Leichtöl. Damit hat sich das wieder erledigt, meine Idee. Das bringt natürlich gar nichts. Leichtöl, Alkangas. Nee. Ich müsste schon wirklich über den Planet Teleporter Leichtöl oder Schweröl zurücktransportieren, damit ich damit die Feuertürme versorgen kann, weil die haben einen, Schadensbonus. Rohöl ist leider ja, nicht ganz so effizient im Schaden zufügen. Ich hätte ganz gerne einen zweiten Anschluss, weil das ist mir etwas zu unsafe. So. Ah, kannst du das Ding nur wegreißen? Das Wasser. Oh, jetzt. Jetzt freue ich mich mal mehr Rohre setzen, weil die jetzt auch über die Wand so rübergehen. Wow. So, ich denke mal, der Ölaußenposten ist safe. Habe ich kein Rohr mehr? Du hast mir gerade 840 Milliarden gegeben, oder nicht? Ich habe dir 150 gegeben eigentlich, aber ich kann dir auch gerne noch mehr geben. Bei dir werden sie wenigstens automatisch platziert. Bei mir muss ich arbeiten. Okay. Dann. Strom messen hast du anscheinend auch nicht mehr. Anscheinend nicht, ne. Komischerweise. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt Feierabend. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Echt? Einverstanden, Opa? Nee. Diesmal? Mhm. Nein? Nie. Nee. Warum sage ich das überhaupt noch mit Feierabend machen? Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit, aber. Wenn Opa sowieso andauernd sagt nein. Ich hab keine Lust. Gut, also Öl steht schon mal wieder. Felix, setz mal hier irgendwo eine Chemiefabrik hin. Ich komme nicht mehr raus. Einfach irgendwo hinsetzen. Ja, ich komme da unten drunter nicht drunter. Einfach irgendwo hinsetzen. Irgendwo mitten in die Karte. Das reicht mir schon. Die Wenn sie schon Chemiefabriken haben? Ja, kannst du schon setzen. Das heißt, kannst ich schon setzen. Kann auch deine Roboter setzen. Oder so. Ist arbeitseffizienter. Ja. Ich teile mir gerne die Arbeit mit deinen Robotern. Na dann. Die können deine Roboter auch setzen. Die habe ich nämlich auch noch. Ich auch, aber ich habe sie ausgemacht, weil ich nicht genug habe. Ja, ich habe aber mehr als genug. Okay, vielleicht habe ich deinen Roboter jetzt eingebaut in deinem Rohr, das ist aber egal. Ich habe sogar eine Pumpe, woher auch immer. Flüssigkeiten können nicht. Weil du Wasser auch noch brauchst im anderen Ding. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Das war jetzt
Alkangas. Und Schweröl. Schweröl. Dann halt so. Oh, verweckt aber mittendrin, irgendwas ist hier falsch gelaufen. Ne? Leicht. So, von mir aus können wir jetzt feiern. Ja, wunderbar. Ihr habt es gehört, liebe Zuschauer. Das war's für diese Folge. Ganz viel Spaß, genauso wie wir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Tschö. Tschüss.